So, willkommen bei Kfz Fuzzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die Kühlung. Ich will auch nicht lange reden. Ich sag nur, was wir einbauen. Das ist einmal der Ladeluftkühler, der Ölkühler und der Rennkühler. Alles aus Aluminium. Das werden wir schnell einbauen. Ja, viel Spaß mit dem Video. Bis später. Bei dem Kühler wollte ich nur ganz kurz was sagen. Guckt euch mal die Breite an. Guckt mal das an. Guckt mal das an. Seht ihr den Unterschied? Der ist dreimal so breit. Hat bis 30-50% mehr Kühlleistung. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig bei so einem Auto. Wir haben jetzt dran gemacht, also das ist gut, echt, weil, also es ist keine Werbung, aber der Ladeluftkühler, der passt einfach so rein. Da braucht ihr nichts schneiden, nichts anpassen, gar nichts, einfach drauf machen. Das Ding jetzt einmal hier zweimal bohren, festmachen und das Ding hält. Nicht mal Hupe oder so brauchen wir irgendwie wegmachen. Ladeluftkühler, Wasserkühler, Ölkühler. Ölkühler müssen wir noch festmachen. Die Verrohrung vom Ladeluftkühler müssen wir noch dran machen. Sonst ist der schon fertig. Nur ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall. Wir könnten noch ein Video machen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wie zum Beispiel Bremsen entlüften, Kupplung entlüften und eine Achsvermessung. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Sonst machen wir ein Video. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit der Probefahrt. Danke fürs Zuschauen. Kfz Fuzzis, bis zum nächsten Mal. Ciao.